Nach der erfolgreichen Sprengung im Mai 2023 wurde zuerst die Altenaer Straße vom Schutt befreit. Innerhalb von 4 Wochen war das bis zu 12 Meter hohe Fallbett auf der Straße entfernt und der Verkehr konnte wieder ungehindert von und nach Altenaer rollen. Anschließend verlagerte sich der Schwerpunkt der Arbeiten an die Hänge. Die gigantischen Stahlträger verschwanden nach und nach und auch der Beton der Fahrbahnplatte wurde vor Ort zerkleinert. Die unzähligen Kubikmeter Fallbett mussten ebenfalls wieder entfernt werden. Ab Oktober, nach dem offiziellen Spatenstich, ging es mit der Anlage der Baustraßen weiter. Dazu mussten rechts und links weitere Bereiche gerodet werden. Konnten bis dahin geländegängige Dumper die Erdmassen an den alpinen Hängen bewegen, müssen künftig unter anderem Betonmischer die Pfeilerstandorte anfahren. Sie benötigen Baustraßen mit geringem Gefälle. Auch die großen Turmdrehkräne wurden ab April aufgebaut. Und seit Anfang des Jahres wachsen langsam die Widerlager sowie 2 Hilfspfeiler in die Höhe. Die Gründung der Widerlager erfolgte parallel dazu. Ein sichtbares Zeichen, wie schnell die Arbeiten im Rahmedetal voranschreiten.